Einen schönen guten Tag. Es ist Montag. Wir haben 10.38 Uhr und es sind 13 Grad Celsius. Ich bin hier an der Bochumer Landstraße in Essen-Freisenbruch. Das ist ja auch ein weißer Flecken auf der Cayman-Landkarte. Hier sind wir mit dem Kanal noch nie gewesen. Und deswegen machen wir heute hier einfach mal einen kleinen Lauf. Hallo! Als ich losgefahren bin, oder vielmehr als ich mit Frieda draußen war, vor dem Losfahren, da war noch einigermaßen blauer Himmel zu sehen. Immer wieder mal und die Sonne lugte raus und dann dachte ich, naja, das ist ein ganz schöner Herbstmorgen. Und dann bin ich hier hin aber mittlerweile ist es doch ganz schön zugezogen. Aber kann ich hier mal überholen, bitte? Ja, Dankeschön. Habe ich einmal kostenlos Nikotin in die Nase bekommen. Also wenn ich gleich dummes Zeug erzähle, dann liegt es daran. Und das ist mal eine Straße hier in Essen, die nicht ständig anders heißt. Deswegen haben wir ja auch relativ hohe Hausnummern. War gerade 334, habe ich gesehen, aus den Augenwinkeln. Oh, und hier haben wir sogar richtig Fachwerk. Drüben so dieser alte Ruhrgebietscharme-Baustil. Wie immer der in echt heißt, keine Ahnung. Wir können hier auch mal rübergehen. Ja, ein Montagmorgen. Ich hatte ja neulich mal gesagt, montags werde ich von meiner Videoliste streichen. Aber das ist mal wieder leichter gesagt als getan. Denn meistens hat meine Tochter montags Homeoffice und ich habe mein Auto zur Verfügung. Und das dann ungenutzt verstreichen zu lassen, das halte ich nervlich gar nicht aus. Naja, und hier in so einem Stadtteil ist das, glaube ich, auch irgendwo egal. Das merkt man da gar nicht so. Als wenn ich jetzt durch eine Stadtmitte irgendwo laufe und da sind wirklich alle Gastronomiebetriebe zu, sozusagen.
Das merkt man dann schon viel eher. Drüben ist ein Kinderladen. Tatü, tata. Und hier kann man auch so ein bisschen erahnen, warum ich Essen-Freisenbruch bis jetzt gemieden habe. Und ich habe ja früher öfter schon mal Wünsche bekommen, so in der Art. Und habe die meistens dann mit freundlichen Worten, hoffe ich, abgelehnt. Weil ich ja grundsätzlich die Videos mache, die ich mir auch selber angucken würde und die ich mir auch tatsächlich manchmal selber angucke. Oft fehlt mir die Zeit, meine eigenen Sachen zu gucken. Ich sehe die dann zwar irgendwie in so einem Mini-Fenster, wenn ich die Untertitel glatt rücke. Aber dann ist es auch schon zu spät, da noch irgendwas zu korrigieren. Ich kann zwar innerhalb der Untertitel noch irgendwas korrigieren, aber keine Untertitel als solche einfügen, so im Schnittprogramm, die groß sind, wo ganz klar steht, das und das ist falsch gewesen. Und ich habe mich gerade wieder fast hingelegt, muss mal eben meinen Schnürsenkel zumachen. Was für eine Aktion. Jetzt lege ich mich da fast lang und kann mich mit Mühe auf den Beinen halten. Nach Lübeck fast mein zweiter schwerer Sturz. Nicht schön. Da sehen wir eine Trauergesellschaft. Und in die Trauerhalle, wo die jetzt reingehen, da war auch die Trauerfeier für meinen Vater. Die ganze Zeit her. Gucken wir von hier über die Straße kommen. Mein zumindest hat es hier gewesen. Ich meine, die Straße ist so lang. Und das ist so lange her.
Doch was mich wundert, ist, da steht evangelischer Friedhof. Mein Vater war aber katholisch. Dann wird das doch noch was anderes gewesen sein, denke ich. Ja. Einmal am Nikotin geschnuppert, schon ist es vorbei. Aber so schnell kann das mit dem Stolpern gehen, ne? Das ist unglaublich. Ich bin doch ein geübter Läufer. Aber da muss irgendwas gelegen haben und Hans guckt in die Luft, hat es nicht gesehen und ist dann schlurfenderweise mit dem Fuß hängen geblieben. Big Burger. Heute muss ich mich alleine versorgen. Keiner will heute mit mir essen. Alle haben andere Pläne, was ich aber nicht schlecht finde. Denn dann kann ich mir überlegen, was möchte ich haben und dann mache ich mir was. Ich muss auch nicht stundenlang warten, bis alle wieder da sind. Das ist eine Galerie. Da können wir mal ein bisschen was anderes sehen. Als nur die Straße. Links ist die Freisenbruchstraße. Ja, was sagen wir dazu? Auch der Rewe hat zwischen 7 und 22 Uhr auf. Ich finde, das ist eine Zeit. Aber ich bin auch so oldschool. Diese verlängerten Öffnungszeiten, die nutze ich eigentlich so gut wie kaum, oder wir. Ich bin ja nicht der Einkäufer bei uns. Ich gehe meistens so vormittags los, wenn ich mit Frieda wieder da bin. Nach dem ersten großen Lauf. Oder größer REM-Lauf, so richtig große Läufe sind mit ihr ja nicht mehr drin. Und dann meistens zu Fuß oder mit meinem Roller, wo ich dann so ein paar frische Sachen, die wir brauchen fürs Essen. Aber jeder hat ja seinen eigenen Lebensstil. Und je nachdem, was er für Berufszeiten hat, ist das eigentlich schon eine gute Sache, wenn man auch noch später einkaufen kann. Das hätte mir in meinen jungen Jahren auch sehr, sehr gefallen, obwohl ich da auch sehr, sehr abgebrannt war. Hätte mir also wahrscheinlich gar nicht viel genutzt. Ich weiß jetzt gar nicht genau,
wo hier Stele anfängt. Vielleicht sind wir schon in Stele. Wenn wir in die andere Richtung gelaufen wären, auf diesem Gang, dann wären wir nach Bochum gelaufen. Und hier vorne links, diese Häuser, die da kommen, die da so stufenförmig angeordnet sind. Da war früher auch ein Teil von Möbel Kröger drin. Als sie noch in Stele waren, ich glaube, da hatten die hier ihre Polstermöbel stehen. Was da heute drin ist, weiß ich gar nicht. Werden wir jetzt ja gleich sehen, wenn wir vorbeilaufen. Hier in der Ecke bin ich extrem selten. Ich habe dann früher schon mal als Umleitungsstrecke benutzt, wenn die ab 40 dicht war. Weil das läuft irgendwie so ein bisschen parallel zur ab 40. Wenn man jetzt von Bochum, Raum Bochum, nach Essen möchte. Ja, hier steht Arnas Agro Mill. Ricolivo, The Soap Factory, Rosebella, was auch immer, La Mera Home Möbel. Und hier haben wir die Storebox, online buchen und sofort lagern. Massage, traditionell, Perücken. Also alles Mögliche und auch nichts haben wir hier drin. Ich erinnere mich, dass wir da einmal auf der Suche nach einer Couch hier gewesen sind. Aber irgendwie weiß ich gar nicht mehr, ob wir hier was gefunden haben oder nicht. Sehe ich auch ein Kreuz, da auch eine Kirche ist, da ganz hinten am Ende der Straße. Rot-Weiß Essen. Da hat sich jemand aber Mühe gegeben. Und da kann man gleich wieder richtig Geld reinstecken. Um das zu korrigieren. Das
finde ich immer blöd, wenn andere Leute dafür bezahlen müssen. Hier ist der Bahnhof Essen-Stehle Ost. Was uns die Sicherheit gibt, dass wir wirklich in Stehle sind. Aber da wären wir jetzt auch so klar gewesen. Hier ist ja die Bahntrasse zum Stehler Bahnhof führt und der ist ja hier vorne, da sehen wir ja auch die Kirchen in Stehle, Kirchtürme rauslugen hinter der Brücke. Mittlerweile ist es ziemlich zugezogen. Da ist gar nichts mehr am blauen Himmel. Am blauen Himmel. Mensch. Dann geht's steil hoch, wo der Bus da rauskommt. Ja, und das ist auch so eine Sache. Wenn ich meine Untertitel glatt drücke, dann stelle ich fest, dass ich manchmal grammatikalisch merkwürdige Sätze bilde. Manchmal fehlen auch Wörter irgendwie. Gibt mir auch ein bisschen zu denken. Sätze sind manchmal auch zu lang, dann verschachteln die sich und dann komme ich da irgendwie in Bedrängnis, scheint mir. Oder aber, das sind beginnende Anzeichen einer geistigen Verwirrung meinerseits, dass ich nicht hoffe. Meinen Schirm habe ich noch hinten in der Tasche. Den habe ich jetzt nicht verloren. Irgendwie. Hier haben wir jetzt eine riesen Kreuzung. Hier links geht's in das Gewerbegebiet Ruhrau. Da laufen wir nicht rein.
da sehen wir eine S-Bahn da oben. Also Riesenkreuzungen sind immer mit viel Wartezeit verbunden. Und hier haben wir offensichtlich auch zwei Linien. Hier rechts, wo wir gerade die S-Bahn gesehen haben. Und hier ist aber noch eine. Jetzt einfach mal hier rein. Kommen wir weg von der Hauptstraße. Hier ist ein Original-Saab-Stützpunkt. Und da stehen auch welche. Die haben wahrscheinlich heute immer noch einen gewissen Kultstatus. Aber da kann ich jetzt auch so nicht mitreden. Gucken wir uns mal hier vorne den Brunnen an. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den schon mal aufgenommen haben. Er ist schon mächtig, ne? Rauscht ganz schön. Mit der Kirche im Hintergrund ein tolles Bild. Finde ich.
Ja, und dann war ja Möbelkröger hier drin mit ihrem Außenposten, wo wir vorhin dran vorbeigelaufen waren. Und das ist auf jeden Fall ein Möbelgeschäft geblieben. Und ich hatte jetzt einen kurzen Moment überlegt, ob wir da an dem Brunnen Schluss machen. Das wäre ja eine schöne Stelle gewesen. Oder ob wir weitermachen. Wir sind jetzt ja an dieser langen Bochumer Landstraße gewesen, wo nichts war. Und dann haben wir hier dann noch einen schönen Abschluss Montag hin oder her. Ich glaube, morgens bin ich ja noch nie durch. Ja, und ich muss mir ja auch überlegen, wie ich da wieder zurückkomme. Wieder auf Schusters Rappen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange wir gebraucht haben. Weil ja zwischendurch mein beinahe Sturz war. Ich die Kamera neu gestartet hatte. Ja. Die haben es natürlich nicht einfach. Beim Ausliefern. Ja, für einen Montagvormittag, finde ich, ist hier doch eine Menge los. Ja, ich auch. Jeden Morgen, ja? Und statt zu laufen, kann ich auch zum Busbahnhof gehen mit dem Bus zurückfahren. War eigentlich mein Ursprungsplan. Ich gehe mal lieber hier dem Akkordeon aus dem Weg. Ich weiß nicht, was für Weisen der spielt. Ob das irgendwie... Ah, das schallt sogar hier rum. Also ob das irgendwie auch ein Copyright-Problem geben könnte. Da sind wir dem so ein bisschen wenigstens aus dem Weg gegangen.
Ja, ich kann auch. Und ich habe mir so gedacht, dass am Steeler Busbahnhof bestimmt ein Bus hält, der mich nach Freisenbruch bringt. Den werde ich schon rauskriegen. Ansonsten muss ich ein Stück zurücklaufen. Mal sehen. Das Wetter hat auf jeden Fall prima durchgehalten. Die Aussichten für die nächsten Tage sind eher gruselig. Sehr viel Regen, sehr viel Wind. Man weiß ja nie, passiert das nicht. Aber ich sag mir, wenn ich ein Video drin habe, habe ich eins drin im Kasten. Und deswegen. Ist es immer besser, vom Gefühl her für mich. So, hier sehen wir schon wieder zwei S-Bahnen. Die eine schiebt sich vor die andere. Montag vormittags in Steele. Grau in Grau. Und ich sag schon mal, vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Ich sag vielen Dank an alle Abonnenten meines Kanals, die diesen toll unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kanalmitgliedern für die super Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Wenn ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, könnt ihr das tun mit einer Kanalmitgliedschaft. Da gibt es auch ein extra Video im Monat, einen Button für einen Chat, eine Kommentarfunktion oder beim Live-Chat. Ab und zu in der Community-Sektion irgendwas Neues oder ein super Thanks, wenn ihr auf diese Art und Weise Danke sagen wollt. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Glück auf.